Weißt du eigentlich, dass wir schon jetzt 7 Wochen hier sind? 7 Wochen? Ja! Fühlt sich an wie 3 Jahre. Echt? Ich weiß gar nicht, wie schon immer, aber auch irgendwie wie schon erst gerade. Wie schon erst gerade? Ja, wirklich. Ist die Hitze? Nee, hier drin ist schön kühl. Nee, ist schön. Das war sogar zu kalt. Hallo, Geschatz! Es geht auch bald los mit der Renovierung, ne? Ja. Aber ich habe ja schon gesagt, auf Instagram, wir hängen ja total mit den YouTube-Videos nach. Mhm. Soll ich jetzt heute mal was von davor erzählen? Du weißt ja gar nicht, was ich zusammengeschnitten habe, ne? Ja. Gut, dann mach ich das allein. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? So, ja, was habe ich zusammengeschnitten? Ein bisschen habe ich euch zusammengefasst, wie der letzte Tag in Köln war, als wir die Tür zugezogen haben, der Weg nach Dubai und das Ankommen hier natürlich. Wie haben sich alle gefühlt? Ich habe teilweise einfach kommentarlos die Kamera draufgehalten, dass man Eindrücke erleben kann, einfach so, wie es passiert ist und wie es war. Und das zeige ich euch jetzt gleich ein bisschen. Jetzt geht es ja dann bald los mit der Renovierung. Dann nehmen wir euch in den nächsten Tagen schon, dann nehmen wir euch auch mit. Aber erstmal wollte ich euch jetzt deswegen so ein bisschen den Anschluss bauen, wie das nachdem unsere ganzen Möbel weg waren, als es dann wirklich hieß, jetzt brechen wir hier die Zelte ab, jetzt ziehen wir das letzte Mal die Tür zu und wir kommen erstmal nach Dubai. Das habe ich jetzt euch alles zusammengeschnitten. Lasst das einfach auf euch wirken. Viel Spaß beim Schauen und ich melde mich danach nochmal. Bleib mal hier jetzt. Abschied oder die Tür hinter sich zu schließen, ist manchmal echt schwer. Auch wenn man das selber entschieden hat. Komisches Gefühl, viele Tränen sind heute schon geflossen. Wir wissen, wir können jederzeit wiederkommen, aber natürlich nicht in dieses Haus. Aber wir haben uns dafür ganz bewusst entschieden und das ist auch gut, aber der Moment vom Abschied nehmen oder wirklich ja, die Tür hinter sich zuziehen, die ist schon, das ist schon hart. Das schmerzt auch und gehört bei Veränderungen dazu. Ja. To the last 10, I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah.
Komm schnell, wir holen noch einen. Komm, Luis. Komm, da drücken. Drück, Luis. Zack. Und tschüssi, Pfowski. Wir sind in Frankfurt erstmal direkt zum Flughafen gefahren, und zwar zum Building 463. Da ist nämlich die Lufthansa Animal Lounge. Dort werden alle Tiere gesammelt, die, egal mit welcher Airline, irgendwo hingeflogen werden. Und dort sind wir dann auf Animal Logistik gestoßen, die sich um alles hier in Deutschland gekümmert haben für die Überführung. Und dann haben wir die Meatbox bekommen. Da hat der Guido dann mal ein bisschen Probe drin gelegen. Wir haben ein Kissen mitgebracht, auf dem er da gerade liegt. Das kennt er, auch den Geruch. Ihr seht, er ist recht tiefenentspannt. Wir konnten relativ schnell das Gitter schließen. Und er kommt jetzt dort in der Animal Lounge über Nacht in ein schönes, größeres Gehege. Und morgen geht es dann für ihn mit uns zusammen los. Bis morgen, ne? Wir freuen uns. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. So, wir sind da. Juhu! 100 Grad gefühlt. Wo bist du hin? Wo ist der andere? Der macht wohl gut. Zumachen. So, sollen wir mal rein? Der Guido kommt ja auch gleich. Ja. Jona macht ihr Haus auf. Boah, was nicht schon noch reinpassen könnte, ne? Boah, alter Schwede. Also, was so Besonderes. Aber es ist sauber. Ja, das ist auf jeden Fall sehr sauber. Sollen wir mal die Türen aufmachen? Ja, wäre besser, glaube ich. Ja. Ja. Guck mal, wir können auch Piano spielen. Das ist ein Balkon. Was ist das? Was piepst denn hier immer? Vielleicht so ein Teil hier? Was ist das? 16? Das ist aber ein Klima, ne? Bleib mal hier. Ist es hier besser? Kann das sein? Komm mal hier lang. Komm her. Luis, lauf hier rein, bitte. Boah, krass, so leer geräumt jetzt. Nicht da raus. Komm mal, das Balkon. Nicht da raus. Echt heftig, das Haus jetzt so leer geräumt zu sehen, oder? Wahnsinn.
Oder Jonah schon ganz anders als du es Lea ist, ne? Die Kinder sind völlig außer Rand und Band. Oh, lass dich. Mama, pass auf, wir sind auf Stärken. Naja. Ja. Guck mal, wir haben Pferden da. Ja. Mama! Hm? Guck mal, hier haben wir eine Matratze. Oh, guck mal, hier steht noch ein Klavier. Komm her! Ja, geh nochmal in die andere Richtung. Ist das eine Lage? Was? Wo? Zeig. Pass auf, das Balkon. Es ist keine Kakerlake. Das ist eine Biene. Na, Finger weg! Jetzt kommt Guido. Jetzt kommt der Guido. Ja, willst du mal Hallo sagen? Ja. Ja? So dunkel hier. Hi. Hello. Hello. Hi. 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 Hello. Hi. Hi. So. How are you doing? Guido. Guido ist hier. Hi, Guido. Yeah, du hast es geschafft, Guido. Du hast es geschafft. Ja, mach mal Licht, genau. Just a second, I take him out with the... Hi, Guido! Yeah, you need a hand with that? I can help you. Where's the... What That's is Guido. The address yeah. in line? Everything. Warum die Box? Ich dachte, die geht wieder zurück. Oh ja, dann nehmen wir so. Ich sag jetzt nicht. It's all good. Yeah, all went well. Wow. Bye. Thank you. Bye. I'll just give you the... Bye. Ja, das war der kleine Zusammenschnitt. So sind wir also angekommen. Wir sind dann tatsächlich die ersten 3 Nächte ausgezogen, weil aufgrund dieser Reinigungsmittel es so stark im Haus gerochen hat, dass mir das einfach mit Hund und Kindern nichts war. Und wir haben dann in der Nacht noch ein kleines Hotel gesucht, wo man auch mit Hund und allem hin konnte und waren da 3 Tage. Aber eigentlich am nächsten Tag war dieser Geruch schon draußen und dann sind wir auch nach den 3 Tagen ins Haus gezogen und seitdem haben wir hier halt jetzt gewohnt. Aber jetzt freuen wir uns auf die Renovierung und ich würde mich freuen, wenn ihr uns auch ein bisschen unterstützt, diesen Kanal hier abonniert. Das kostet nichts, aber ihr werdet benachrichtigt, wenn wieder ein neues Video hochgeladen ist und ich schaue auch mal jetzt, was ich euch als nächstes zusammenschneide. Habt erstmal einen schönen Tag und bis bald.